Guten Tag, ich darf Sie begrüßen in der Helios Klinik Maria Hilf in Hamburg-Harburg. Mein Name ist Matthias Seag, ich bin der Leiter der Abteilung für orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie. Wir sind ein zertifiziertes Endoprothesenzentrum seit dem Jahre 2015 und führen dementsprechend endoprothetische Eingriffe auf einem hohen Niveau durch. Wir verwenden die neuesten Techniken in der orthopädischen Chirurgie und gerade auch im Bereich der Endoprothetik, die sogenannten Navigationssysteme. Ja, das war eine kurze Einführung von mir. Dann darf ich übergeben an meinen leitenden Oberarzt, der Ihnen die weiteren Ausführungen zu unseren operativen Eingriffen im Bereich der Endoprothetik geben wird. Ich muss in den Nachbarsaal, darf mich verabschieden. Alles Gute. Liebe Patientinnen, liebe Patienten, mein Name ist Henning Gietz-Jurkowski. Ich bin seit 2012 Oberarzt und seit 2013 leitender Oberarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie hier in der Helios Maria Hilf Klinik Hamburg. Bei Helios legen wir großen Wert auf eine individuelle Versorgung unserer Patienten. Als Orthopäde und Unfallchirurg beschäftige ich mich häufig mit der Volkskrankheit Arthrose. Es ist der Gelenkverschleiß, der hier beschrieben wird. Jeder Mensch entwickelt Arthrosen. Und es ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung, die zu einem Großteil im Kniegelenk zu finden ist. So nimmt zum Beispiel bei einem altersbedingten Verschleiß, einer Kniegelenksverletzung oder einer Fehlstellung der Verschleiß im Kniegelenk immer weiter zu. Der Knorpel reibt sich ab. Beim Patienten äußert sich dies durch eine zunehmende Schmerzsymptomatik, insbesondere beim Laufen. Wenn eine Arthrose so weit fortgeschritten ist, dass ein Kniegelenkersatz notwendig wird, gibt es verschiedene Formen des Gelenkersatzes. Ist zum Beispiel nur die Innen- oder Außenseite des Kniegelenkes verletzt, so kann eine Oberflächenteilersatzprothese Abhilfe schaffen. Heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie wir unter dem Einsatz modernster Technik einen Oberflächenersatz passgenau einsetzen können. Sie haben vielleicht Verwandte, Freunde oder Bekannte, die bereits ein künstliches Kniegelenk haben. Denn in der Bundesrepublik Deutschland sind im Jahre 2017 ca. 200.000 Kniegelenke eingesetzt worden. Was uns hier im Süderelbe-Raum einzigartig macht, ist unser orthopädisches Navigationsgerät. Mit diesem Hightech-Gerät können wir die Sägeschnitte am Oberschenkelknochen und am Schienbeinknochen exakt ausmessen. Es gibt uns die Möglichkeit, so wenig wie möglich Knochen zu resizieren und trotzdem das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Wie funktioniert das also? Hier an unserem Navigationsgerät sehen wir zwei Infrarotsender. Am Oberschenkelknochen und am Unterschenkelknochen sind die dazugehörigen Reflektoren angebracht. Nur für den Zeitraum der Operation natürlich. Die Infrarotstrahlung, welche für den menschlichen Körper völlig unschädlich ist, wird also an diesen Kugeln wieder zurückgeworfen. Mit diesem Pointer können die Knochenpunkte erfasst und das Kniegelenk in seiner veränderten Form millimetergenau eingemessen werden. Außerdem haben wir die Möglichkeit, das Drehzentrum des Hüftgelenkes zu bestimmen und die Bandspannung im Kniegelenk zu messen und somit die Ausrichtung und Größe des Implantates haargenau festzulegen. Nach Entfernung des krankhaften Knochens, was sehr sparsam durchgeführt worden ist, wird der Oberflächenersatz wie eine Art Zahnkrone auf Ihr Kniegelenk aufgesetzt. Da ist zunächst die Komponente für den Schienbeinkopf. Darauf befindet sich ein hochvernetzter Kunststoff. Und im Anschluss setzen wir den Oberflächenersatz des Oberschenkelknochens auf. Bis auf das vordere Kreuzband bleiben Ihre Bandstrukturen erhalten und die Ansatzpunkte für Muskeln und Bänder sind nicht entfernt worden. Auf diese Weise werden Sie wesentlich schneller wieder fit und können wieder selbstständig laufen. Wenn Sie Probleme haben mit Ihrem Kniegelenk, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir beraten Sie individuell. Wie weit ist der Verschleiß fortgeschritten? Brauchen Sie ein künstliches Kniegelenk und wenn ja, welches? Sie haben die Möglichkeit, uns anzurufen oder auch online zu besuchen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.